Wurde mir auch in keinem anderen Pokémon-Spiel beigebracht. Nein, war ja auch mein erster Kampf gerade eben. Hallo Mama. Du machst dich also jetzt zusammen mit Nemila auf den Weg zur Akademie, ja? Wieso ist deine Mama eigentlich brünett und meine blond? Weiß ich nicht. Machen Sie sich keine Sorgen, ich werde mich gut um Sie kümmern. Wie schön, dass du gleich eine Freundin gefunden hast, mein Schatz. Ich habe eben in der Broschüre der Akademie gelesen, was für großartige Personen dort lernen. Außerdem scheint es eine Menge nützlicher Einrichtungen zu geben, die du nach Lust und Laune nutzen kannst. Nemila steht jetzt auch zur Seite, also wird es bestimmt eine tolle Erfahrung für dich. Ab heute beginnt dein Leben in der Akademie. Schau zu, dass du immer regelmäßig isst, ja? Hier, etwas Geld und Verpflegung für mein großes Mädchen. Du erhältst ein Sandwich! Ein Sandwich! Dieses Gericht besteht aus verschiedenen Belegen wie Fleisch oder Gemüse, die zwischen zwei Scheiben Brot platziert werden. Der ideale Imbiss für ein Picknick. Ach, und die nimmst du am besten auch noch mit. Tränke. Tränke sind praktisch. Für den Fall, dass sich dein kleiner Begleiter verletzt. Dann verlässt du jetzt wohl das Nest. Es erwarten dich spannende neue Eindrücke und Bekanntschaften am laufenden Band. Ich wünsche dir nur das Beste und viel Erfolg bei allem. Bei den Dingen, die dir Spaß machen, aber auch bei denen, die dir schwerfallen mögen. Und du kannst natürlich jederzeit nach Hause kommen und dich bei Mama ausruhen. Okay, Mom. Dann macht euch mal auf den Weg und passt gut auf euch auf. Hat deine Mom wenigstens ein rotes Hemd an, wenn meine schon ein blaues anhat? Deine Mutter ist ja total nicht mehr. Oh. Aber wo waren wir nochmal stehen geblieben? Ach, ich wollte dir zeigen, wie man Pokémon fängt. Nee, musst du wirklich nicht. Komm mit. Lucario-Fahrt. Kannst du auf die Schnelle eigentlich deine Cam ändern? Theoretisch ja. Warum? Also inwiefern? Weil ich sie nach links packen würde, statt nach rechts. Weil so bist du über der Minimap. Gott, die Minimap? Aber wenn du sie nach links packst, bist du wahrscheinlich über den Attacken bei den Kämpfen. Nee, die Attacken waren doch gerade rechts. Ja, stimmt. Ja, ich muss nur eben... Guck mal gerade so auf. Oh, was sind das denn für Schäfchen? Ne, Schwein, das sind Schweinchen. Ja, das sind Schweinchen. Das sind ja Schweinchen, keine Schäfchen. Schweineschaf. Jetzt mein Rahmen weggelaufen. Fußrahmen. Vielleicht muss er den Rahmen verschieben, um die Kamera in den Rahmen zu tun. Tarnen. Tetere, eine Mu, eine Mäh, eine Tetere, Tetere. So besser? Und auf diesem Pfad geht unser Abenteuer los. Anders als in Städten begeht man auf den Wegen und im hohen Gras nämlich wilden Pokémon. Nein! Was? Wild Pokémon im hohen Gras? Nein. Och. Näherst du dich ihnen, kommt es zum Kampf. Aber keine Sorge, du hast ja Filori. Und wenn du ein Pokémon fangen willst, brauchst du das hier, ein Pokéball. Ich habe jede Menge davon. Hier, ich gebe dir ein paar ab. Achso, gibt's ja gar nicht mehr. Damit fängst du wilde Pokémon. Ah, genau, zum richtigen Zeitpunkt. Übung macht den Meister. Versuch doch direkt mal gegen dieses Pokémon zu kämpfen. Erstmal einfach vorne gejumpt. Den nächsten Konflikt kannst du ein Pokémon werfen. Ein Pokémon lässt sich leichter fangen, als Angriffe.
hast du denn jetzt gemacht? Hachi, Gesundheit. Jetzt sitzt meine Kamera links über dem Team. Ja, sag das mal so nicht. Oh, da ist ein Mogelbaum gespawnt. Ich hab's ignoriert. Jetzt habe ich es natürlich gejinxt. Was denn? Das Mogelbaum? Ne, das oben links, was passiert. Ja, mit Sicherheit, ne? So besser? Ja. Toll, ich habe einen Mogelbaum übersehen. Jetzt habe ich das Mogelbaum in meinem Chat nicht gefangen. Es verfügt über einen fantastischen Geruchssinn, nutzt diesen aber ausschließlich zur Futtersuche, der ist den lieben langen Tag... Ja. Das kann ich verstehen, den ganzen Tag Futter suchen. Na! Die möchtest du dem Pokémon einen Spitznamen geben? Anfrage kannst du ausstellen in den Einstellungen. Okay. Bin ich echt ungeschickt. Vielleicht kannst du ja mir ein paar Tricks beibringen. Aber nicht jeder Wurf gelingt. Also solltest du immer ausreichend Pokebälle bei dir tragen. Hier hast du noch ein paar. Du erhältst 10 Pokebälle. Pokebälle wurden in Pokeballtasche verstaut. Okay, danke. Du sollst dein Pokémon erst schwächen, bevor du einen Pokéball wirfst. Merkt ihr das, ja? Stell dich unterwegs am besten ein paar wilden Pokémon und probier das Fangen gleich mal aus. Das, wenn wir jetzt zum Leuchtturm da gehen. Von dort oben können wir die Akademie... Wir sollen zur Akademie gehen und sie nicht angucken vom Leuchtturm. Die Pokémon, denen du zum Beispiel im hohen Gras oder in Höhlen begegnest, sind wilde Pokémon. Wenn du mit einem wilden Pokémon in Kontakt kommst, beginnt ein Kampf. Du kannst aber auch einen Kampf beginnen, indem du dich dem wilden Pokémon zuwendest und durch Drücken der ZR-Taste einen Pokéball auf es wirfst. Das eignet sich besonders gut, um gegen Pokémon zu kämpfen, die auf Bäumen oder in der Luft sind. Was möchtest du da? Ich will's haben. Ein Pokéball. Das ist noch was, es leuchtet! Ein Hauptspross! Ja, fangen wir jetzt trotzdem erstmal die Pokémon hier in der Region an, ne? Naja, du kannst ja die Pokémon, die hier rumlaufen, schon mal fangen. Das Hauptspross zum Beispiel. Oder willst du die direkt zur Akademie? Jetzt habe ich einen Hauptspross angeworfen. Und irgendwie... Ach ne, ich dachte gerade, ich habe eine Massenschlägerei angefangen. Ja, wirklich. Einfach zum... Wir wollen ja auch ein Pokédex voll kriegen, ne? Oh nice, es gibt einen automatischen OP-Teller. Schon wieder? Okay. Richtig gut. Überleg mal, wie spät du den früher bekommen hast, den OP-Teiler. Ja, und einen OP-Teiler hast du damals nicht auf dem ganzen Team gehabt. Ja, genau, das sind quasi mit einem die OP geteilt, stimmt. Ja. Hey, der Pokédex hat mich gerade voll verwirrt. Ja, ne? Ihr seid jetzt... Nee, du verstehst mich nicht. Da stellt er ja mit den neuen Pokémon die Bücher hin. Ja, genau. Dann hast du 1, 7, 10, 11, 15, 16, 17. Warum ist die 16 nicht neben der 10? Warum sind da die 11 und die 15 jetzt noch zwischen? Wieso sind nicht entweder alle dazwischen oder keiner? Ah, vielleicht ja. Gesehen, ne? Oder so. Weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht. Ah, weil es die Entwicklungen sind, glaube ich. Ah. Hauptspross hat auf jeden Fall eine. Aber dann müsste ja 2 und 3 bei dir auch mit angezeigt werden. Ich weiß nicht, was da oben hängt, aber ich hab's jetzt. Und das habe ich auch schon getan. Oh, eine Spinnibini! Ein Tarundel! Gibt's auch einen Tareckig? Und ein Tarobal? Ein Tarobal! Da haben wir. Dann gibt's auch ein Tarolfin. Tarolfin? Warum denn jetzt ein Delfin? Weil Tarolval. Ja, aber da geht's ja ums Oval. Das ist ja was anderes. Padenkugel, die seinen Körper umgibt, ist sehr elastisch. Selbst die Sicheln seines natürlichen Feindes Sichlor prallen an ihr ab. Oh. Mhm. Natürlicher Feind Sichlor. Feind? Freund. Erstmal Freund. Oh, noch so ein Knauscheschwein. Hier liegt noch Loot! Loot! Na, hast du das Fangen von Pokémon schon drauf? Lass mal sehen, wie viele Pokémon du schon geschnappt hast. Wow! Was war das? Mysteriöser Ruf. So einen Ruf habe ich noch nie gehört. Vielleicht war es ja ein richtig starkes Pokémon. Komm, lass uns rausfinden, wo der Ruf herkam. Aber mach ja einen großen Bogen um die Höhle hier in der Nähe. Die ist nämlich gefährlich. Und als Makrotron hast du mich Gefahr. Ich lach dir ins Gesicht. Sicherheitsfunktion, aber pass entlang der Klippe trotzdem besonders gut auf, ja? Ja, weißt du, Alter, da ist ein riesengroßes Grummeln. Sieh so, oh, lass mal hinrennen, aber bleib mal von den Höhlen weg. Ist gefährlich da. Was bist du denn? Ich bin ja fast auf dich draufgetreten, du kleine Wanze! Ein Purmel! Oh, das hab ich noch nicht. Ich will's auch finden. Ich hab jetzt das Vogelvieh, das Spinnenvieh, das Schweinevieh. Du kein Vogelvieh, was für ein Vogelvieh? Und das Hopspot. Datiri oder so. Mit neue Terpsi. Das hab ich nicht. Und das hab ich auch ein Purmel. Purmel Nummer 35. Giftstoffe, die es aufnimmt, werden in schwarzen Puder umgewandelt und ausgestoßen. Deshalb kann es giftige Blätter und Wurzeln fressen. Hä? Aber wollte ich hier eigentlich nur mal durch die Gegend rennen, den Loot sammeln? Loot. Dann findest du ja auch bestimmt noch mal so ein Vogelvieh. Loot. Supertrank. Hier ist das. Du hast einfach runtergelatscht? Ja. Was soll das? Aber gut, gibt's kein Falldamage. Ja. Ich muss da hochklettern. Wie soll ich denn da jetzt hochkommen? Da oben ist Loot. Ach, toll. Ist ja blöd jetzt. Hier ist kein Vogel. So, doch, so ein rotbrauner Vogel. Hier ist kein Vogel. Da Titi oder so. Hier ist aber kein Vogel. Das ändert doch daran nichts. Vogel. Ja, vielleicht nur in meiner Person. Vogel. Ja, ganz am Arm der Welt. Erstmal naschen. Ganz viele Vögel. Ganz viele Vögel. Oh, was ist das da hinten? Wo hinten? Oh. Ah. Ja, ich sehe es jetzt. Ich muss ja mal ein bisschen warten. Hm.
Bei mir kam das Grummeln noch gar nicht. Ich war wahrscheinlich ein Stück zu nah an Leuchtturm gelaufen. Datiri. Normalerweise sind Datiri friedfertig, doch wenn sie kämpfen, ändert sich ihr Hormonhaushalt und sie werden angriffslustig. Okay. Lass mal Tage kriegen. Klettern funktioniert immer noch. Ein Pamo? War das nicht das Pokémon, das ganz am Anfang gezeigt wurde? Wo ich gesagt habe, ist das süß, ich will das? Ja, ich glaube schon. Ja. Ich glaube, das war das. So, ich bin mit random in Pokémon reingelaufen. Warum machst du denn sowas? Leveln. Na toll, jetzt kann ich das Vieh halt nicht mitnehmen. Weil dein Team schon voll ist. Weil mein Team halt schon voll ist. Seine elektrischen Backentaschen sind nicht ganz ausgebildet. Um Strom zu erzeugen, muss es mit den Ballen der Vorderpfoten kräftig dran reifen. Oh, stell dir vor, sie sitzt da so. Oh, warte. Oh nein. Es ist putzig. Ich kann mein Team nehmen, das ist gut. Was lege ich denn dafür ab? Das Schwein. Also ich habe das Schwein abgelegt dafür. Ich lege ja Hopfspross ab. Was soll ich mit noch einem Pflanzen-Pokémon? Du kannst bis zu 6 Pokémon in deinem Team mitführen. Alle übrigen Pokémon werden in Boxen geschickt dort gelagert. Wenn du die Pokémon in deinem Team mit Pokémon aus deiner Box austauschen möchtest, wähle einfach im Hauptmenü die Option Pokémon-Boxen aus. Das ist einfach so heftig, dass du es mittlerweile einfach aus dem Inventar kannst. Voll gut. Ja, früher musstest du halt so eine riesen Wege hier, Pokécenter und was weiß ich nicht was laufen. Ja, und heute so, ja, Inventar. Das ist schon geil. So, ich gehe jetzt dem Rohr auf die Spur. Nee, da ist noch ein, da ist noch Loot. Das da ist noch Loot. Ich muss das Rohr erstmal finden, aber ich hab's auch noch nicht. Finden, ich muss das Rohr finden. Ich muss bei mir erstmal kommen. Ich glaube, du musst auf meiner Seite unten auf diese Extension drauf gehen, dich da zu registrieren, dass du da mitmachen möchtest mit dem Poké-Catch. Du musst das halt einrichten erstmal. Das ist ganz lustig. Ah, jetzt kommt das Roar. Was? Poké-Catch? Ja, in meinem Chat kannst du jetzt Pokémon fangen. Wie geht das? In meinem Chat kommt das Pokémon Community Game und erzählt, hey, jetzt spawnt ein Pokémon. Und du müsstest, ich glaube, bei mir auf der Seite, also auf der Hauptseite, ist unten statt im Sound Alerts Panel jetzt so ein Pokémon Community Game Panel. Und wenn du da sagst, ich möchte da mitmachen, oh, Hund ist da. Dann dürftest du da Start-Items und so ein Kram kriegen. Naja, ttv/wildcatgaming, dann kommst du auf meine Startseite. Jo, brüll mal. Das weiß ich noch nicht genau. Ich habe jetzt einen Lampen gefangen. Es kann auch sein, dass du das bei selbst erst einrichten musst. Ich habe mich da... Ich habe es gestartet, ich habe es eingerichtet. Ich weiß noch nicht so genau, wie es sonst noch funktioniert. Jetzt müsste man mal gucken sonst. Dass das so ein Akt ist, das wusste ich nicht. Ohne Höhle. Oh! Hui! Weil du random anfängst zu schleichen. Doch nicht einfach sinnlos auf dem... Du sollst das Pokémon nicht einfach seinem Schicksal überlassen. Okay, wir gehen nicht in die Höhle. Wie komme ich denn da runter? Bist du da einfach runtergesprungen? Ich glaube, ich wurde da einfach runtergezerrt eben gerade. Ah, okay. Das seltsame Pokémon liegt völlig kraftlos am Boden. Vielleicht kannst du ihm etwas geben, was ihm wieder auf die Beine hilft. Gib ihm das Sandwich! Hey.
Nam, 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 nam. Nein, bist du süß. Lauf nicht weg. Was ist das süß? Was geht denn mit ihm? Erstmal digitiert. Digitiert in Pokémon?